Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Evolve mit dem Sips LP. Hallo. Ja, da ist er. Wo ist er denn? Das ist so dumm, ne? Zum Leben, echt. Aber hier oben vom ME. Aber sag mir mal. Oh, hab ich ihn jetzt gemacht? Oha, aber da bedingt noch. Falsch. Insert das Zeug. Ach so, ich muss halt ja noch irgendwo rauspumpen, die Scheiße, ne? Oh, ey. Ja, wie kriege ich jetzt am besten den Fertilizer dahin, Sebastian? Da fragst du, glaube ich, den Falschen. Mit deinen Tesseracts gleich. Nein, nicht damit. Doch, auf jeden Fall. Ja, wie kann ich das denn ex... Wie kann ich das denn... Ach, warte mal, ich kann das doch... Ich versuche einfach mal was ganz Stupides so. Prozent. Frequenz. 88,8. Heil Hitler? Heil Hitler heil, ist ja 88,8. Warum geht das nicht? So, ich brauche einen... geil, wir haben sogar noch Exportbusse, geil! So, ich dann mach... Ich verstehen, was ist hier los? Ich hab kaputt gemacht. Aber Sebastian, warum nicht? Jetzt hat er gemacht. Jetzt hier eine Insel, okay. Ja, geht doch, okay. So. Item-Conduits brauche ich. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das ist doch voll dumm. Warum Die Items von hier oben, die Fischer, ne? Ja. Wo gehen die hin? Ach, die gehen hier in eine Kiste oben und werden von da aus weggepumpt aus. Oder wie geht das? Ja, genau. Ja, genau so. Von dieser unteren Kiste hier, vor dem Mülleimer oder was? Ja. Ja. Soll ich das jetzt echt unterbrechen? Wenn ich das jetzt mache, dann ist da komplette Dinge leer. Fuck. Nee, ich muss erst dahin. Erstens die Dark. Ja, wie mache ich das hier am blödsten, ey? Scheiße. Also Leute, ich muss hier gerade mal ein bisschen was umstrukturieren. Und zwar soll die Enderquelle jetzt einfach mal aufhören zu leben. Hör auf. Zu leben? Ja, er soll aufhören zu leben jetzt. Sebastian, warum willst du der Ender Quarry sowas antun? Die ist böse zu mir. Echt? Ist die, ist die so ein fiesen Möb, ey? Ja, die gibt mir gedacht, die sah so sympathisch aus, eigentlich. Richtige Hude. Oh, wo sind wir denn hier? Hier sind wir hier. Okay, ja, toll, ey. Scheiße. Okay. Jetzt hau ich kurz ab. Ja, da muss ja eigentlich. Die Sachen weg. Klasse ist, ne? Ich hab wieder so eine Größenbehinderung. Ich hab noch einen freien Kabelschacht gefunden, Sebastian. Sehr gut. Hä, wo bin ich denn hier? Muss ich hier raus? Ah ja, hier muss ich raus. Okay. So, und dann ist dann hier der dritte Block. Ja, toll, geil. So, muss das Kabel halt da durch. Egal, Hauptsache ich habe jetzt erstmal hier Platz. Und das funktioniert auch nur irgendwie, ne? Ja. Ich finde das schade, dass das im ME nicht funktioniert mit dem Leertasten-Klick da auf die Items, dass direkt alles da drin ist. Mit Shift-Klick geht das? Ja, nur Shift-Klick, dann geht aber nur der eine Stack rein, nicht das komplette Inventar. Ach so, ja, okay, ja, ach so, ja, gut. Aber gibt's halt nicht irgendwie Shift-Rechts-Klick oder Shift-STG oder irgendwie sowas? Ich meine, das geht. So. Der hier soll extracten. Extract ohne Redstone-Signal. Und hier lassen wir den Fertilizer reinkommen. So, mal gucken. Jetzt müsste das eigentlich. Müsste das so gehen, weißt du? Zack, zack. Ich hoffe, dass das so geht, wie du dir das gerade vorstellst. Und ich hoffe auch, dass das jetzt so geht, wie ich mir das gerade vorstelle. Also, ich glaube, das geht gerade. Ich gucke jetzt mal nach draußen, was der Fertilizer damit macht. Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach irgendwo anders geinsertet wird. Ach, scheiße, klar. Ich habe den Fertilizer-Item-Filter, glaube ich, gar nicht eingestellt, oder? Habe ich? Oh nein! Ein Zombie, tschüss. Oh, hier sind 8. Oh ja, hier geht's voll ab, Sebastian. Hier hinten. Was so läuft? Boah, der hat mal. Ich weiß nicht. Hä? Wo ist denn der? Ich muss noch mal gucken, ob der Fertilizer auch wirklich exportiert wird. Aber es sieht fast so aus. Weil hier ist so voll der hohe Baum und der macht die ganze Zeit so kleine weg.
Ich muss gerade mal überprüfen, ob das funktioniert mit den Items. So, und ich muss jetzt mal gucken, ob er den Fertilizer irgendwie pumpt. Oder ob er nur die 64 nimmt, die ich ihm gegeben habe. Oh mein Gott! Was denn? Ja, ich hatte Render-Fail in meinem Head. Ich brauche... Ja, scheiße, ich muss da komplett anders bauen. Es funktioniert, der Fertilizer. Aber der ballert den voll krass durch, ey. Der hat schon 200 verbraucht. Das ist krass. Vor allen Dingen, hier ist gar nichts, weißt du? Der verbrät den quasi die ganze Zeit einfach nur. Obwohl die kleinen Bäume gar nicht größer werden. Ah, Größenbehinderung. Vlog. Scheiße, ja, toll. An den Tesseract muss direkt eine Kiste dran. Ja, okay. Das habe ich voll vergessen. Und von da aus muss ich das dann eh wieder abpumpen. Das heißt, ich muss das jetzt so oder so mit den Item Conduits machen und Item Filter. Also der Fertilizer, ne, der bringt nichts. Den habe ich jetzt, glaube ich, mal eben verbraten. Genauso wie die... Fertilizer, der geht voll ab halt, weil er die ganze Zeit die Zapplings versucht zu fertilizen, die er gar nicht fertilizen kann, weißt du? Ist halt behindert, ey. Naja, dann verbraten wir den. Scheiß drauf. Reicht ein Basic-Item-Filter? Muss er eigentlich nur... Aber wieso kriegen wir die ganze Zeit keinen Sprucewood? Oder hat er jetzt erst 34 Sprucewood abgebaut? Oder das kann eigentlich kaum sein, so viel wie er gerade war. Vielleicht ja auch nicht. Munkel. So, dann mache ich jetzt hier diese fucking Pipes weg und die ganzen Dinger, die hier sind, lol. Ey, guck mal bitte ganz kurz, wie viel Spruce drin ist. Moment. Der hat gerade ganz viele Bäume abgeholzt. Wo geht das denn hin? Weil ich hab das einfach an das Item Conduit von den Fischern mit angebaut. Ja, das ist gut, weil so wird das alles weggeschmissen. Oh nein, lol. Fällt mir gerade ein, weißt du warum? Nee, weil da oben. Weil das hier oben nämlich dann hier an den Mülleimer vorbeigeht und dann wird erstmal überprüft, was ist das jetzt gerade, und der lässt nur Safari-Bälle durch. Ja, ich weiß, ich gehe mal eben da oben hin und mach einfach in den Item-Filter noch Holz rein. Ja, das sollte man. Ich komme hier aber nicht durch, Mann, ich bin zu dick! So, was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt das Ding da hinten aufbauen, ne, mit den anderen Kabeln zusammen. Boah, meine Fresse, ey. Das hätte ich nur sparen können jetzt. Egal, so läuft das auf jeden Fall besser. Hätte ich mir nicht sparen können, ich muss ja umbauen. So, jetzt müssten wir eigentlich mehr Sprucewood kriegen. Oh, und die Zapplings muss ich eigentlich auch reinpacken, ne? So, die Zapplings auch, sonst haben wir bald keine mehr. Warte mal, wie war denn das jetzt mit der Chest? Chest Upgrade, hatten wir da noch welche, ne? Kann ich rausgucken? Nein, Mann. Wofür brauchst du denn Chest Upgrade? Chest Upgrade ja für die Chest, einfach die am Tesseract hängt. Ja. Also einfach mal gucken, ob das jetzt. Bist du gerade im Dingens? System? Am ME, ja. Wie viel Spruce haben wir jetzt? Gar nix. Ma, wieso geht das denn nicht da rein? Das gibt's doch nicht. Jetzt ist wirklich null drin, ne? Hast du da gerade noch rausgenommen oder was hast du gemacht? Nee. Ja, also ich hab die 34 rausgenommen halt, ja, als gut, Filter. Okay. Ja. Aber. Ja, das will ich wissen, weil ich habe mich jetzt gerade gewundert, dass da jetzt gar nichts mehr drin ist. Hä? Wieso hast du denn an dem Mülleimer auch ein Itemfilter drin, wo drauf steht Insert? Ach so, und Blacklist hast du. Okay, alles klar. Ja. Wenn ich das jetzt mache, dann wird alles weggeschmissen, was da gerade reingeht, ne? Alles? Das ist aber nicht alles gut. Da sind Dias drin, ne? Nehme ich mal eben raus. Scheiß auf den Rest. So, dann sage ich dem Insert Whitelist und jetzt brauche ich erstmal Cobblestone. Ich mir mal ruhig, ja, eigentlich aus der Kiste nehmen können. Ja, ist ein bisschen egal. Da noch, ne? Hallo, lass mich jetzt an das Ding dran hier. Boah, wie ätzend, ey. Achso, die macht ja gerade eh noch nichts, weil. Ha! Okay.
So, jetzt müsste aber bald mal Spruce ankommen. Wenn er den nächsten abbaut da draußen, dann. Ah, jetzt ist schon welches da. Jetzt geht's ab. Guck mal, 50. Okay. Insgesamt schon 100 jetzt dann. Geht anscheinend krass ab da draußen. Ich mache hier erstmal größere Fenster rein, weil das nervt mich ein bisschen, dass das hier oben so ein Bunker ist. Ach, fuck. Was Oh denn? mein Gott, man braucht ja noch andere Upgrades, ne? Fällt mir gerade mal ein. Ja, welche? Wofür? Für Ender.io, diese komische Card. Oh mein Gott, wie heißt es denn? Hier, Item Combat Speed Upgrade. Ja, Das genau. brauche ich. Aber die sind nicht so heftig eigentlich. Ah, geht, habe ich gesehen. Das Electrical Steel brauche ich dafür, ne? Ich glaube, davon haben wir nicht mehr allzu viel. Nee, ich glaube, davon haben wir gar nichts mehr. Echt nicht? Gar nichts? Ich glaube fast nicht, aber. 22, oh, das ist echt nicht viel. Ja. Ich meine, ich kann. Ja, doch. Sollte eigentlich ausreichen. So, 16 Dias kann ich schon machen. Die sind da unten schon fertig geworden. Ja, 16 Stück, super. Ja, aber nur weil ich vergessen habe, die rauszunehmen, weißt du? Die Ender Chest wird nach wie vor leer gepumpt, ne? Jetzt gerade nicht, nein. Nee? Nee. Warum denn nicht? Weil ich gerade behindert bin und das Upgrade noch am Craften bin. Aber da kann man doch mehrere Parts reinpacken, oder irre ich mich da gerade? Ich meine, da können mehrere Ja, rein. können 4 Stück rein. Hier? Ja. Ich habe da jetzt 5 Aber reingehauen. von den Capacitator oder wie die heißen, da können nur 2 rein, aber von Speed halt 4. Nein, nicht die Dinger. Guck mal hier, das ist das, was du meinst, ist vom ME. Guck mal in das Kabel rein, hier, was an der Chest dran ist. Warte. Siehst du Ach, die die Item Dinger. Item Combat Condit Speed Speed. Aber, Upgrade? ja, okay, Ja. die meinte ich gar nicht. Und die reicht Aber. aus jetzt. Die Ja. ballert instant weg. Aber was ist denn. Ach so. Aber wir brauchen trotzdem die Ender Chest, weil andere Sachen da dran hängen. Glaube Stimmt. ich. Stimmt. Da hängen die Orberries und so, glaube ich, alles dran, ne? Kann Ja, das sein? wo, Ist auch randvoll mit ja. Erzen, ey. Ja, da brauchen wir mal andere Engines für. Ja, also soll man nicht woanders aufbauen? Obwohl, ne, dafür brauchen wir nicht unbedingt eine andere Engine. Ne, wir könnten einfach eine Electrical Engine da dranhängen oder zwei, weil die ziehen direkt stackweise, weißt du? Ja. Ich baue mal einen. Ja, das Problem ist halt, dass wir gucken müssen, dass das direkt hier mit angeschlossen wird, damit das leer gepumpt wird, weißt du? Ja. Also hier direkt ins ME, das geht ja von hier aus. Ah, hier ist gerade echt Platzmangel hier hinten. Hey, was brauche ich noch für noch Generell, das schaut Glas? Ich habe komisch kein aus. Glas oder was? Was ist denn für ein Quatsch? Echt nicht? Ach, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte. Wo ist er denn? Da, den hier. Ja, ey, ist klar, weißt du. Haben wir hier Glas? Ach, damit geht das nicht. Mit dem. Oh, haben wir denn noch Sand? Nicht auf die Kette. Das Nee. müssen wir eigentlich haben. Das habe ich gerade noch ein bisschen produziert. So, erstmal hier Sand durch den Redstone Furnace ballern. Na hier, er produziert hier gerade nur Sand. Ja, ich brauche aber halt dieses Glas, weil es aus dem Redstone Furnace dann Ja. ein bisschen nervig gerade. Weißt du, ein elektrischer Motor mit Glas drin verbaut oder was? Ja gut, Glasfaser vielleicht oder so. So, okay. Kommen die Items an? Wie meinst du? Von der Ender-Query irgendwie, Ja, wenn ich jetzt hier in die Kiste reingucke, nirgendwo, war die doch kommen noch per hier, ne? Ender-Chest, oder? Ja, hier, ich sehe gerade. Ja, kam gerade lange nichts. Wahrscheinlich, weil der Kabel direkt da hinten reingeht, ja, klar. So, wo bastel ich denn die Ender-Chest am besten mal dran mit dem Motor? Am besten einfach irgendwo hier hinten, wo man eh nicht drankommt, ne? Und wo eh schon Strom liegt. Haben wir eigentlich das Speed-Upgrade für die Ender-Chess? Für die Ender-Query? Ich glaube, ja, doch, klar, der steht daneben, der Block. Das Heftige oder das Nee, ich glaube, Normale? das normale. Aber wie mache ich das Ja. jetzt am blödsten? Wie werden die Sachen denn im Moment importiert? Ach, über den Importbus von dem Ding hier, ne? Ah, okay, ja, ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. So. Die dahin einfach. Und Strom kriegst du auch, ne? Von hier irgendwo. Ja, warte. Ich Von brauche jetzt dem schon. erstmal eine Conduit noch. Warte mal eben. Ach, scheiße. Quatsch, nicht eine Conduit Pipe. Brauche ich noch eine Wooden.
Ah, Speed 1 Upgrade. Okay, weiß ich Bescheid. Ihr wisst, was das heißt. Erstmal ein neues Upgrade bauen. Ja, nicht nur ein normales Upgrade, sondern ich wollte direkt das Heftigste davon. Das ja? Geht ja mal gar nicht. Ja, natürlich. Speed Upgrade. Hier dreifach. Was braucht man denn dafür? Ach, wenn da diese. Oh, Effizienz 5. Brauche ich zweimal. Ach du Scheiße. Die für Effizienz 3 und den haben wir mit Effizienz 1, ne? Ja. Okay, ja, dann so. Muss ich wieder diese Bücher machen. Ups. Kasse ist, ne? Also ist nicht abgekackt, sondern kam nicht ans ME. So, jetzt brauche ich noch einen Schalter. Ja, das ist wirklich super nervig einfach, ey. Guck mal, die Kacke so. Oh. Oh, Lever, habe ich geschrieben. Jetzt wollte ich es nochmal schreiben. Mal, jetzt habe ich wieder verschrieben. So, Schalter. Sand erstmal wieder weg hier, wird eingemottet. So. Warte mal, was brauche ich da nochmal für Dinger? Da brauche ich jetzt drei Stück. Drei Dierhaken brauche ich. Einmal Effizienz 3, zweimal Effizienz 5. Ach, das scheiße, ne. Das ist echt krass. Da brauchst du solche Spitzhacken für. Oder was? Hä, wo hab ich denn den Lever? Hab ich mal weggeklickt oder was? Dürfte Redstone gewesen sein. Für die Effizienzverzauberung. Ja, das könnte sein. Guck mal gleich mal, also. Ich hab ja nur Level 33. Also hier das Büchlein. Und wir so, zack. Wieso funktioniert der verfickte Electrical Engine nicht? Muss ich da noch irgendwas einbauen hier oder was? No fuel. Ach, der kann nur von hinten Strom kriegen, glaube ich immer. Kann das sein? Also war das jetzt eine? Eine was? Effizienz 3 Verzauberung, ja, doch, ist richtig, okay. Gut, das haben wir. Dann gehen wir jetzt hin. Oh, ja, Level reichen gerade nicht aus. Ja, danke nochmal übrigens für den Tipp mit dem Enchanter. Echt super geil. Haben sie auch echt, was sich die Entwickler dabei gedacht haben hier von Minecraft. So ach, guck mal. Verzauberung, dass du einfach nicht siehst, was du gerade verzauberst. Hier, wir haben noch hier. Schon immer auf den Sack. Wir haben noch hier hinten so einen Auto-Disenchanter. Kannst du nicht damit die Liquid XP da rausziehen, irgendwie? Frage. Aber wieso funktioniert der Electrical Engine nicht? Kannst du mir da mal sagen? Oder muss ich da noch irgendwas einbauen oder was? Vielleicht arbeitet der nicht mit dem Strom. Vielleicht braucht der EU oder so. Nee, das ist ein. Ja. Der braucht. Er braucht RF. Ja. Oder aber. Der Chip. Aber wieso funktioniert der nicht? Lever darunter ist auch an. Ja, vielleicht muss der aus. Oder vielleicht funktioniert der so nicht. Warte mal, vielleicht ist das einfach der Hirnfick hier. Ich hätte einfach wahrscheinlich. Den so machen müssen. Nee, funktioniert auch nicht. Aber der hat halt auch keinen. Aber der hat halt auch keinen Strom, siehst du das? Wenn er reingeht, oder braucht der noch hier dieses komische, so ein Chip da oder was? Oder wie heißt das? Ich kenne mich mit dem Ding null aus. Da Redstone Chipset, Iron Chipset. Boah, ja, Assembly Table muss ich dafür bauen, weißt du? Ich will das jetzt wissen. Ich probiere das jetzt aus. Speed Upgrade Dingens, komm mal mit. Schön und tschüss. So, wo ist der Assembly Table? Da ist er. Ma, was brauche ich da wieder für ein Gear für? Natürlich ein Diamond Gear, weißt du? Ist klar, ne? So, und wer das, braucht das Scheißding jetzt Strom? Oh. Kamst du wieder nicht ans ME? Ja, ich wusste schon vorher, dass ich nicht drankomme, deswegen. Okay, das Scheißding braucht Strom. Das baller ich jetzt einfach mal hier hin. Jetzt brauche ich Redstone und Eisen. Obwohl, mal gucken, vielleicht kann ich mal direkt einen besseren Chip bauen. So, Speed Upgrade. Fuck. Einen verarschen? Redstone, Comparator und Redstone. Was hin? Ne, lol, what the fuck? Hab ich eine falsche Hacke genommen? Was habe ich denn gemacht? Effizienz 3. Warum? Wo habe ich denn. Hä? Ach, boah. Oh, ey. Also diese ganzen Dinger, ne, auch jetzt diesen Table hier wieder, den kannst du irgendwie nicht mit diesen Conduits betreiben anscheinend. Okay.
Was leitet denn noch RF? Mach mal so ein RedNet-Kabel irgendwie, hast du nicht gesehen. RedNet-Kabel habe ich, aber das ist ja, doch... Nee, versuch das mal damit. Nee, das ist nur für Redstone-Signale. Versuch das einfach. Meinst du? Ja, versuch einfach mal. Ja, ich komme ja nirgendwo dran, aber warte, ich schlag einfach mal hier den einen ab. Das ist jetzt behindert, ey. Ich will dann Upgrade bauen so und denke mir so, hä, wie WTF, wo sind denn die Taschen? So, und dann gucke ich mal in meinen Taschen, da habe ich immer noch die Bücher drin, hab voll vergessen, hier auf die, also damit geht das nicht. Ach hier, okay. RedNet Energy Cable, so heißen die. RedNet Energy Cable, haben wir sogar 4 Stück irgendwoher noch. Sehr geil. Ja, kriegt aber trotzdem keinen Strom irgendwie, also... Wundert mich, vielleicht kann uns ja jemand von euch dabei ein bisschen unterstützen, oder muss der, was man da machen kann. Oder muss der von der Seite Strom kriegen? Ihr habt keine Ahnung. Oha, aber da... 2 Stück brauche ich davon, ne? Ja. Ey, ich mache jetzt gleich einfach so normalen Chips, ist mir doch egal, wie schnell das immer... Awesome! so, Chip, da mache ich halt hier einen ganz normalen Redstone-Chip. Jetzt gib Gas. Jetzt gib Gas, Kollege. Aber wieso kriegt der denn keine Energie? Das ist mega nervig. Was denn? Ich vergesse einfach mal hier am Ende die Enderquelle, also oben die Ender-Chest wegzumachen. Die ist jetzt ganz voll noch. Alles nicht schlimm, dann. Ey, aber mit welchem RF soll man das Ding denn bitte betreiben können? Das geht doch gar nicht. Ich habe das jetzt direkt an den Generator dran gebaut, das geht auch nicht. Haben wir hier irgendwo noch klassische RF-Generatoren? Wahrscheinlich nicht, ne? Klassische? Ja, ja, eigentlich nur unten das der Generator halt. Welcher der also, du meinst der Reaktor oder was? Ja, ja, der fette. Okay, dann gehe ich da mal irgendwie direkt an so ein Stromdingen dran. Ist das von unten oder was? Das Kabel? Ja. Bist schon wieder raus. Cool. Das Stromkabel meinst du? Ja. Das ist an der Seite Richtung Wasserbecken. Also ich hab jetzt einfach diesen Assembly Table direkt unter den Reaktor an den RedNet Port gehauen, ne? Okay. Bringt aber auch nix. Also wenn jemand weiß, wie das hier geht, das wäre cool, wie man das Ding mit Strom versorgt. Wäre gut zu wissen, ja. Ich hab's von unten versucht, von überall, also. Du hast eine, was hast du jetzt für eine Dings benutzt? Eine Electrical Engine, ne? Ja. Hä, wieso? Okay. Sebastian, warum geht denn von dem Reaktor nur eine 640er Leitung weg? Yeah, what the fuck? Ja. Wo bist du denn gerade? Unten am Reaktor. Fuck, warum ist denn da was dran? Ach, da haben wir auch noch ein Power Tap dran, ne? Ja. Das haben wir mit Absicht gemacht, hier. Damit nicht so viel Strom rüber geht zu den Dingern, deswegen. Der andere Eingang, der ist an der Seite, wo ich gerade gesagt habe. Ach so, alles klar. Ich hab schon aber gedacht gerade so, hä? Ich auch voll vergessen, so. Wäre voll die Mega-Verschwendung, so, wir können nur 10% überhaupt benutzen davon, so. Ja. Okay, so, ich wollte eigentlich, hier wollte ich ja ursprünglich hin, so, toll, jetzt habe ich kein Dingens bei, keine Axt. Muss ich mich halt durch den Boden nagen. Es ist aber echt scheiße mit der Ender-Chest. Ach kacke, die kriegen von unten Strom. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, was das den Dingen ist. Electrical Engine sagt mir echt nichts, wenn ich mir die angucke. Ja. Boah, das hätten wir dann auch. Sehr geil. Ja. Aber ich würde mal sagen, wie es hier weitergeht, war, das sehen wir ja erst in der nächsten Folge, oder? Okay. Ne? Leute, haut rein. Tschüss. Morgen. Tschüss.